zusammen, meine beiden Harvester haben hier bei The Fifth Day schon wieder ihre beiden Eier gedroppt, ne? Und deshalb kann ich jetzt hier auch direkt frohes Schaffen weitermachen, ne? So, So. Das hat hier Iron Ore brauche ich erstmal nicht, weil ich will heute nämlich quasi hier drum noch eigentlich einen größeren Verteidigungswall bauen, dass quasi hier so ein bisschen was überhängt. Guck mal, habt ihr das gesehen? Guck mal. Oh, kann man sich so rüberlehnen mit Shift, aber dann nicht schießen oder was? Und, was ich euch noch zeigen muss, ich bin einmal durch die Stadt gerannt, auf Screen, während die Harvester geladen haben. Und, warum, das ist wirklich nur dieses Spiel hakelt so extrem. Und da habe ich diese Tommy Gun gefunden, ah. So, und jetzt brauche ich ein paar willige Probanden, die mal ein bisschen auf sich schießen lassen. Aber ich glaube, vorher baue ich mal eben hier kurz diese Schicht noch auf. Das ist so hell hier, ne? Durch die Lampe da drunter, so eine Scheiße. Ach, ich will doch gar nicht das dritte. Hier, ich will das zweite Buch, Crafty. Concrete Floor. Wie kriegt ihr denn jetzt da dran? Okay, dann werden wir erstmal die Axt zücken und das hier rausziehen. So, ganz habe ich vorsichtig ausgebaut. Oh, ja, Versicherungsschaden machen wir da draus, ne? So, wo haben wir denn hier das zweite Buch? Oh, meine Haare, die stehen hier so komisch ab. Das geht so aber nicht. Egal, ich lasse sie jetzt so. Okay, so, zweite Buch raus. Betonboden. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich niesen, weil hier die Höhensonne wieder an ist, weil ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. Aber vielleicht kann ich da noch ein bisschen hinauszögern. So, und eigentlich müsste der dritte Harvester auch mal langsam hier abgeliefert haben. So, das war's. Jetzt bin ich auch schön leicht. Jetzt kann ich hier auch mal eben rüberspringen. So. Alter, das ist doch wirklich... Ist nur bei diesem Spiel. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier so viel gebaut habe. So. Die bauen doch eh nicht so große Häuser. Hier unten ist auch nichts, oder was? Hä? Wo ist denn mein dritter Harvester dann? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ID. Harvester, active. Harvester, active. Harvester, inactive. Activate, get concrete, return here. Ja, du Opfer. Worauf ballert das Ding schon wieder hier? Guck mal, da unten. Habt ihr das gesehen? Da war einer. Krass. Okay. Hier kommt außen aber, ich glaube, diese Wohlfühldingens drauf. Und dann noch ein bisschen Geländer so, ne? Dann kann man sich vorstellen, da wäre Strom drauf. Ne? Also das wäre geil, wenn man da noch Strom draufpacken könnte. Und ich habe eine Platine gefunden gerade. Als ich unterwegs war. Ne, hier natürlich nicht. Jetzt will ich eigentlich hier rein und gehe wieder falsch. Jetzt habe ich schon mal drei. Ja, das Ganze werde ich mal kurz safen. Nie vergessen, ne? Habe ich letztens bitterlich bereut. So, komm mal her, du ganzes Eisenerz. Du bist voll schwer, aber passt schon. So. Wie machen wir den am coolsten? Kann man hier draus, kann man aus Eisen auch so kleine Wände bauen? Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Boah, jetzt habe ich noch ein Item mehr, was ich jedes Mal durchskippen muss, so. Ätzend. So, kleine Eisenwände. Ja, das sind nur die hier. Das ist ja doof. Soll ich den einfach so machen? Hier so? Ringsherum? Ist voll cool. Sieht voll Porno aus. Und da noch eine Mauer rein. Da probiere ich jetzt mal aus, wie das aussieht. So, aber ich glaube, ich habe die letztes Mal wieder weggehackt, ne? Die, oder habe ich... Ich bin mir nicht sicher, halt, ob ich einmal nicht gesaved habe oder ob ich das wieder weggeschlagen habe. Ich bin mir da wirklich unsicher. Aber so sieht doch ganz cool aus. Und wenn da noch eine kleine Mauer hinkommt, dann sieht das Ganze, glaube ich, schon sehr nice aus. So, jetzt habe ich kein Eisenerz mehr. Jetzt hakelt es. Es hakelt nochmal. Immer wenn man sich schnell umdreht, ist das ätzend, ey. Und ich werde jetzt nochmal kurz einen kleinen Ausflug in die Stadt machen, wenn sich's denn hier mal eingeleckt hat, das Spiel. Alter Vater, ey. So. Und ich habe das Gefühl, das ist jedes Mal, wenn ich eine Waffe wechsle hier. Und ich habe es auch extra getestet. Die Platte ist nicht kaputt. Meine Windows-Platte ist im Arsch. Muss ich bald auf Windows neu machen. Habe ich überhaupt keine Lust. Aber naja, muss ich wohl tun, nicht? So. Schauen wir nochmal hier. Ein Buch. Ich würde ja mal interessieren, in welchen Abständen hier neue Loot spawnt, weil das kommt mir sehr schnell vor. Nee. Ich denke immer erst, das ist so ein Energiecontainer. Und hier lag vorhin die Tommy Gun. Oh, Alde. Alde Fade. Wie das am Hagle ist hier. So geht es nicht. Ich würde gerne mal in die Einstellung gucken, ob ich irgendwas runterstellen sollte. Dann vielleicht doch. Weil ich meine, so krass ist die Grafik ja eigentlich jetzt nicht. Ach, guck mal da. Noch ein bisschen mehr Energie, geil. Okay, rennen wir mal hier hin. Oh, schafft er so nicht? Okay, dann so, durchsuchen wir halt nur das Basement hier. Alter! Mach mich nicht fertig hier. Fifth Day, ja? So, was haben wir hier? Ein Buch.
Nix. Scheiße, ey. Hier ist auch nix Geiles, ey. Ich finde das wirklich schlimm, dass hier einfach nix Tolles ist, so. Was haben wir hier? Nix. So, 50 Schuss hat die. Da haben wir nur Shotgun Shells. Ich guck gar nicht hier, ob hier Monster in der Nähe sind. Das interessiert mich einfach mal gar nicht. Weil wenn ich hier so schnell durchrenne... Oh, genau, weißt du, genau in dem Moment schießt da natürlich jemand auf mich. Wo seid ihr denn? So, wo sind sie denn? Ah, da, schon weiter weg. Okay, dann kann ich mich ja entspannt hier auf den Weg machen. Ich kann die auch niemals sehen, weißt du. Nix. Ah, die Harvester droppen gerade wieder. Da müssen die ersten beiden jetzt kommen und der andere etwas zeitversetzt, der dritte. So, zack, zack, nix. Da ist nur dicke Munition. Ach, nee. Nix Geiles drin. Was war das? Gerade echt gedacht, ich habe irgendjemanden gehört hier. So ein Roboter. Ja. Aber die laufen jetzt zum Glück irgendwo hinter mir her. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so eine dicke Sniper mal. Weil so eine richtig coole Sniper habe ich ja jetzt nicht. Wo schießen die auf mich? Gib mir doch jetzt das Tablet hier, weißt du? Bis du das Tablet rausgekramt hast aus dem Rucksack, bist du wieder weg, ey. Oh, guck mal, da sind zwei. Aha. So, aber scheiß drauf. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Tür zu. Nicht, dass hier irgend so ein Wichser reinkommt, ey. Oh. Ach, guck mal, da hätte ich auch noch ein Geländer machen können. Dafür brauche ich also auch noch Eisen. Aber ich baue jetzt erstmal den Verteidigungskranz hier fertig. Und vielleicht sollte ich auch die Treppe hier hochnehmen. So, was haben wir denn hier? Concrete and Rubble. Das ist ja schon mal nice. So. Concrete and Rubble. Ne? Concrete and Rubble. So. Was haben wir denn hier? So, gib mir das zweite Buch. Boah, ey. Das ist aber auch Hardcore-Stuff hier gerade mit den Lecks. Also, ich hatte auch überlegt, ich wollte euch mal fragen, was ihr davon haltet. Eventuell dieses Let's Play hier, weil ich meine, so viel tut sich im Moment nicht bei The Fifth Day. Vielleicht gegen einen Long Dark Let's Play auszutauschen. Ja? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich werde hier aber auf jeden Fall erstmal noch ein paar Folgen machen. Mir schon mal so Long Dark angucken. Und wenn ihr denn gerne wollt, dann werde ich natürlich auch das machen. So, oh. Wo ist denn hier? Das ist Eisen, weißt du? Die sollen jetzt mal hier angeschrubbt kommen. Du da, komm jetzt. Einer von den beiden muss jetzt. Na komm. Weil hier kann man echt so beschissen runter aimen, ne? Deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich hier außen so eine Mauer bauen soll. Ich glaube, ich baue da nur die Eisenzäune noch rein oder sowas. Okay. Es hat nur einer gedroppt, das finde ich sehr merkwürdig irgendwie. Und das Ding ist so in Dauerbetrieb, ne? So, ich springe mal hier rauf und schaue mir das Ganze mal an. Oh, ne. Ne, das ist keine gute Idee. So, erstmal brauche ich jetzt meine Hacke hier. So, wo ist die Mitte? Hier. Das fliegt uns erstmal um Ohren hier. Entsorgen wir mal ganz gekonnt. Da bauen die sich wieder wiederum ihr Zuhause draus, ne? So, das ist, die sind unbeschäftigt und es ist eine himmlische Ruhe. Oh, hi. Ah, da kommt der Concrete-Typ. Und damit hoffe ich, kann ich eigentlich zumindest das hier fertig bauen. Ja, zwei Stück brauche ich ja nur. Dann kommen da noch die ganzen Querstreben rein. Aus Beton. Ja. Ja. Mach. Hä? Geht doch. Das ist das Signal. Wenn ich mit der Axt wähle, dann schmeißt du das dahin. Ne? Verstanden? Scheiß automatisches Pipi-Gerät da oben. Und jetzt bisschen schneller, ne? Ist Akkord angesagt. So, das zweite Buch kramen wir doch mal raus. Und ihr merkt, jetzt wo ich ein bisschen weiter hier in der Nähe stehe, oder in der gleichen Area stehe, sag ich mal, ne, wird's auch schon besser. Weil das hier drüben, habe ich da noch einen dran gebaut. Naja, oh, ich habe mal so ein bisschen Angst, dass ich da runterfalle. Und das nächste, was passiert ist, dass ich erschossen werde, so. Habe ich immer schon so ein bisschen Angst vor, also. Jetzt brauche ich die Long Concrete Beams. Alter. Weil das geht mir schon ein bisschen am Sack und also ich habe es in keinem Spiel so wie hier in The Fifth Day, also schon unnormal. Unnormal, ja. So, das hier alles zukleistern. Ich finde es schade, dass man nicht unten irgendwo eingeblendet hat, wie viel Stein, wie viel Eisen man noch hat. So baust und baust immer einfach, freust dich, jetzt gleich kommt was und dann kommt ein Scheiß, ja. Ein Scheiß kommt dann. Okay, was soll ich als nächstes tun? Genau, ich wollte ja eigentlich mal wieder einen Loot-Run dahin machen, also eine Relog-Folge.
Und da hinten konnte man das ja sehr, sehr gut machen. Habe ich ja mal gut abgesahnt. Und hier drunter sind welche, okay? Aber ich renne trotzdem mal. Guck mal, wie er fliegt. Wie er beschleunigt in der Luft. So, ich renne einfach mal. Ach, gut. Und ich halte mir das Buch so die ganze Zeit vors Gesicht, damit ich auch bloß nichts sehe. Spinner, ey. Weißt du, kann man doch so gucken, so. Okay. Aber nein, er macht das so. Ich würde ja gerne auch mal welche hacken von den Robotern, aber das ist einfach so krank, weil das so lange dauert und die nie ruhig sind. Und in der Zeit sterbe ich eigentlich immer. Suche ich das auch noch ab? Ja, komm. So, zwischendurch gleiten wir mal ein bisschen. Ist ja auch schön, ne? Mal so ein bisschen gleiten, düt, ne? No. So, auf so einer eigenen Schleimspur. Einfach mal so ein bisschen lang gleiten. Ne? Ist eine schöne Sonntagsbeschäftigung. So. Hier hinter ist das Atomkraftwerk. Da ist es. Was ist hier? Ah, Metall. Hier fliegt halt auch manchmal der eine Harvester, glaube ich, hin. Je nachdem, wo er ist. So, also. Nicht? Und da vorne ist auch schon mein Lootplatz in Sicht. Das finde ich sehr, sehr geil. Weil ich will jetzt ja wieder richtig abgreifen. Ich brauche auf jeden Fall Circuits. Und ich hätte gerne 5 Stück. Damit ich auf jeden Fall schon mal wieder 2 Kanonen bauen kann. So. Damit er noch mehr abgeht. Ba, 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 ba. Aber dafür dauert es dann nicht so lange, hoffentlich. Also, ich meine, die Trefferchance erhöht, verdoppelt sich quasi. Also müsste es auch theoretisch halb so lange dauern. Aber das heißt ja nicht unbedingt was in so Spielen hier, ne? So, was haben wir hier? Nix. Nix Munition. Hier ist nix. Komm, jetzt hier so ein Energiecontainer. Ich brauche ihn. Nein, scheiße. Nur 2 so Kackdinger hier. Aber damit kann ich nochmal 10.000 mehr Kilojoule speichern und selbst beim Rennen regeneriere ich ja. Also dann kann ich die auch schon mal schön mitnehmen, so. Hier einer drin. Nein, weißt du, dass die auch nicht 2 Türen haben hier, die scheiß Fabrikdinger, Alter, ey. So. Ich bin gleich da. Hier sind wir. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal, ich reg immer noch, wenn ich dann renne. Das ist doch schon mal fein. Ah, so ein blödes Radmessgerät. Geigerzähler gerade. Was haben wir denn noch? Komm jetzt, irgendwas Geiles. Mann, ich würde gerne wissen, was das ist. Ist bestimmt irgendwas Cooles. Wieder nur so ein Geigerzähler. Weißt du, die natzen mich auch immer so. Dann legen sie die Scheiße hin, ja? Weil sie irgendwie denken, ja, dann denkt der bestimmt, das sieht so aus und, ne? Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich diese Folge. Nächste Folge wird wieder eine, mein Gott, mach mal langsam, wird eine Relog-Folge. Da werde ich dann also richtig absahnen hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!